Anzusehen ist dem Modell Geldautomaten, den die Polizei präpariert hat, auf den ersten Blick nichts. Doch er ist so manipuliert, wie es Betrüger in den vergangenen Monaten mit gleich mehreren Trierer Geldautomaten gemacht haben. Hauptkommissar Herbert Grün, Mitarbeiter im Beratungszentrum der Polizei in der Trierer Palaststraße, erklärt, welche Tricks die Betrüger auf Lager haben. Die Polizei hat Informationen, dass Täter Geldautomaten manipulieren, und zwar auf folgende Art. In dem Fall hier in der Beratungsstelle haben wir einen Automat auf drei Arten manipuliert, auch so in der Örtlichkeit vorgefunden. Einmal dieses Kartenlesegerät, Manipulation, in dem Fall, dass die Kartendaten auf dem Magnetstreifen ausgelesen werden. Die zweite Manipulation ist die Eingabe der PIN über die Tastatur, in dem Fall eine aufgelegte Tastatur, wo man also als Normalbürger kaum erkennen kann, dass hier eine zweite Tastatur auf diesem Originalautomaten aufgesetzt ist. Dritte Manipulation ist hier an diesem Automaten die Kamera, und zwar die Kamera deshalb für die PIN auszuspähen. In dem Fall als Vorsatzschiene hier eingebaut. Und man hat also dann Möglichkeiten, über entsprechende Terminals diese PIN auch zu erfragen und abzufragen. Bankkunden können sich allerdings vor dem Datenklau schützen. Schützen soll man sich, wenn man am Automat Geld abhebt, einfach mit der Sicherheit der Karte. Und zwar diese Karte sorgfältig aufbewahren und zudem diese Karte vielleicht mal beim Einführen testen, ob vielleicht dieser Kartenvorsatz auch fest eingebaut ist am Gerät oder ob da irgendwelche Erhebungen am Kartenlesegerät vorhanden sind. Handhabung der PIN ist eigentlich heilig, und da soll man sich am Automaten zunächst mal vielleicht auch ganz dicht dranstellen und immer wieder bei der Eingabe der PIN diese PIN abdecken. Weitere Möglichkeiten sind, die Kartendaten auszulesen an einem möglichen Vorsatzgerät, was an der Bank im Außenbereich montiert ist. Und hierzu soll man, wenn möglich, eine zweite Karte, womit man in den Bankenvorraum betritt, einführen. Damit wird man in die Bank eingelassen, und an dem Bankautomaten soll man dann die Originalkarte verwenden, damit da diese Geldabhebung auch vonstatten geht und der Täter praktisch nicht, wenn möglich, an diesem Kartenlesegerät einen Vorsatz angebaut hat, da schon an Daten herankommt. Wichtig ist, regelmäßig sein Konto zu kontrollieren. Und wenn es dann halt doch passiert, rufen Sie bitte sofort den Sperrnotruf mit der Rufnummer 116 116 an, und Ihnen wird dann sofort geholfen und die Karte wird sofort gesperrt. Im Beratungszentrum der Polizei in der Trierer Palaststraße können sich Bürger über die Tricks der Betrüger informieren. Vorbeugen ist schließlich besser als heilen.